Da. Da muss man halt markieren, wo es hingehen soll. Ja, mache ich gerade. Nehmen wir mal die, ja. Lol, da gibt's ein Flugzeug, da fliegt gerade über uns. Irgendwo. Kannst du auch Licht anmachen? Voll gefährlich so. Danke. Lol, hab grad gedacht, es wäre ein Fahrradfahrer. Bomb. Alter. Na, Knaller, Ergebnis. Nicht die Zivilisten. Ach, da waren Zivilisten dabei. Ah, die sind runter, die sind runtergegangen. Hallo? Oh. Ja, passiert. Na, ja, Kollateral schon. Genau. Was geben die sich auch mit so Leuten ab? Naja, ah, aber ohne Witz, ey. Also, wenn man nicht zielt, dann ist es sehr ungenau, habe ich gerade gemerkt. Ja. Aber richtig ungenau. Ja, wie in echt halt auch. Zielen ist angesagt. Was war's? Zwei Stück? Hä? Haben die mich gerade abgeschossen oder was? Nee. Was sind die anderen hier? Ja. Hier unten. Komme. Wie er immer mit dieses Handy Foto macht, ey. Ein Unidad-Hauptmann, der Gefangene von ja, ja. Und Polito modern. Ist, der ja. Für unsere Turteltäubchen steckt. Na, da hoffe ich mal, dass du jetzt schon mal ein bisschen was gelernt hast in Sachen Sneaky sein. Ich doch immer. Siehst du überhaupt noch was? Alter. Ich bin ja nicht First Person. Ja, klar. Würd's aber sehr enjoyen, wenn ich das so mal in First Person fahren könnte. Alter. Jetzt hast du den einfach mal überfahren, ja. Weißt du, was das Tolle an dem Buggy ist? Aha. Er hat kein Radio. Sicher? Ja. Abspacken! Ja! Was war denn das? Ich hab keine Ahnung. Das war ein Leuchtfeuer. Ja, es könnte so eine Leuchtsignalpistole gewesen sein. Punktausrüstungsabwurf, den können wir doch schnell machen. Ey. Ja. Oh, ich wurde entdeckt, oder was? Ich sehe einen Haufen Sicarios neben dem Fußballplatz. Ich sehe eine kleine Gruppe Tangos. Bereit? Nee, weil hier noch gar nichts aufgebaut ist. Also ich habe hier vier Ziele. Ja, aber hier sind ja noch wesentlich mehr. Ah, ist noch eine. Das ist ja, der Komplex ist ja wesentlich größer als nur das, was du da vorne oh hast. Oh ja, da hinten, oh ja, ich sehe es. Sag grad Bescheid, wenn du beim Ride bist. Ich erkenne eine kleine Gruppe Feinde. Ja, warte, ich umlauf noch schnell die einen hier. Also ich von der anderen Seite komme. Ja, wir können. Okay. Umgelegt, knapp daneben. Wer will wissen, wo das herkam? Der Leutnant flieht. Den Leutnant kann ich aber direkt töten. Entdeckung, verdammt. Er ist tot. Da, haben wir da. Ja. Und den müssen wir jetzt, glaube ich, auch wieder wegfliegen. Ja. Und die ah, da ist noch so ein Ausrufezeichen. Oh, hier gibt's noch voll viele Sachen zum Looten. Ja, dann ich flieg den schnell weg. Du lootest. Okay. Weil so gut, drück einmal R. Ups.
Das kommt davon, wenn man ins Radio guckt. Ja, ja, fahren. Ja, ja. Wir dürfen uns nicht checken. Okay, weil das hier ist deren Stützpunkt. Ah. Wie du jetzt siehst, wenn du hier vorkommst. Okay, alles okay. Der ist auch ein bisschen groß und ein bisschen sehr krass gesichert. Aufpassen, wir haben Gesellschaft. Na bitte. Okay, sehe den Unidad-Hauptmann. Als allererstes müssen wir aber die Dinge ausschalten, die Scharfschützen auf den drei Türmen. Drei Scharfschützentürme. Und die Scharfschützen müssen wir ausschalten. Kann ich schon mal machen, oder? So, ich hab dir alle drei aufgedeckt. So, wir haben alle drei Scharfschützen. Und jetzt müssen wir sneaky vorgehen in der Base. Die Drohne ist oben. Weil egal was du tust, befreie nicht die Dinger da, die Gefangenen. Weil dann ist hier High Life. Okay. Weil die dann durchdrehen oder was? Die gehen dann richtig im Enrage Mode. Das Gute daran ist, wir greifen jetzt gerade bei Nacht an. Das heißt, viele werden schlafen. Wie bist du da rein? Über die Mauer. Wenn du weiter nach rechts gehst, weiter nach rechts. Da steht ein Container vor der Mauer, da kannst du draufklettern über die Mauer. Auch viele schlafen jetzt halt, das ist gut für uns. Ja, ist cool, dass du das auch berüchtigst. Halt hier immer Patrouille laufen und so. Ja. Ah, da kommt noch einer. Okay. Und die wissen Bescheid, das heißt, müssen Gas geben oder was? Nee. Nur die Wachen sind jetzt halt aufmerksam. Oh, da ist einer. Für ihn. Leben nur noch, es lebt nur noch einer hier. Ich schieße ihm den Kopf von der Ferne um. So, wir haben hier oben auf dem Gebäude ein Ziel. Auf dem Gebäude? Warum kann man dann einen Stromgenerator irgendwie benutzen? Ja, ich bringe ihn dir runter, der muss wieder verhören. Oh, ich habe hier meinen Brother in Arms. Ja. Nehmen. Oiga, was soll das? Wie läuft's so, Drecksack? Pendejos. Ihr seid tot. Mierda. Ihr könnt mich auch gleich umbringen. Ich rede nicht, Carajo. Ganz wie du willst. Aber bei sadistischen Fickern wie Juri und Polito hängst du vielleicht als Nächster von der Decke. Man kann ihnen nicht trauen. Wär besser, wenn ich sie aus deinem Leben streiche. Ich bin keine Ratte. Aber scheiße, ja. Ich habe Angst. Aber sie sind gar nicht in Itaqua. Dann lock sie nach Itaqua. Sag, du hättest ein Paket. Oye, Polito. Ich habe hier ein Lamm für dich. Un borrego, vale? Yay.
Ja, mach mal unseren Generator hier aus. Was bringt der? Da hinten ist ein Tor. Das geht nur auf, wenn du das Ding aufmachst. Hier, wo ich jetzt stehe, ist das Tor. Sehen wir uns hier noch Informationen um? Nein, hier unten gibt es nämlich auch noch. Da. Ich glaube, hier oben war auch noch einer, wenn ich mich recht entsinne. Nee, ist keiner mehr. Aber hier kannst du jetzt erstmal Happy Looting haben. Und da ist ja noch irgendwo was. Naja. Wenn alles geklärt ist, dann kannst du auch theoretisch mit deiner Drohne rumfliegen, da siehst du mehr. Also da siehst du einfach mehr, wo noch was ist und vor allen Dingen auch schneller, da muss man überall hinrennen. Okay. Ist es jetzt oben oder unten? Ah, oben. Ich muss doch mal die Punkte verteilen hier, wo ich hab. Das Geld musst du irgendwann auch. So. Hier muss auch irgendwo noch eine Waffenkiste gewesen sein. Munition oder was? Ne, eine richtige Waffenkiste. Oder so eine Attachment-Kiste oder irgendwie sowas. Keine Ahnung. Also Zubehörkiste. Muss man mit einer Drohne hier schnell drüber fliegen. Oder lass mal hier unsere Mates frei. Jetzt fliege ich gerade. Ja, flieg erstmal und dann lässt du sie frei. Oh. Aber irgendwie. Oder ich hab's vielleicht noch falsch im Kopf. Kann auch sein. Nein, im Gebäude hier ist noch was Grünes. Ja, was Grünes meine ich nicht. Oh. Müsste. Warte mal, ich renn noch mal schnell selbst. Kann ich schon freilassen, ja, oder? Ja, jetzt kannst du freilassen. Jetzt sind ja keine Unidats mehr übrig. Hier hinten, wo ich bin, müsste das sein. Waffen und Zubehör ist das. Direkt, wo ich davor stehe. Ja, Moment, da habe ich noch was. Eine Waffenkiste. Nee. Ach. Hier, wo ich davor stehe, da haben wir egal. Bist du da, hast du das? Ah, ja. Also für so ein Wetter, wie es hier ist, ist doch ein Buggy perfekt. Ja, ist aber geil mit dem Schlamm an der links an der Seite und so. Ja. Richtig eingesaut, eigentlich müssen wir auch komplett braun da rauskommen. Ja. Ja, dann markier mal, wo es als nächstes hingeht. Da müsste auch noch eine Waffenkiste sein. Geh mal da hin. Ja, ich hab doch gesagt, da unten gibt's noch was. Passt gut zu meinen Stiefeln. Shotgun. Ah, die Shorty ist da, ne? Ja. Reine mehr bei uns. Ja. Was sucht der hier auf dem Feld? Keine Ahnung. Mal geh heim. Die wackern alle hier alle, ohne Witz. Guck dir den an, Alter, der ist da irgendwo am Schattendeckel. Wow! Das war knapp. Ich aktivieren? Oder deaktivieren? Warte kurz, ich hole noch den Buggy ran. Ah, okay, dann komm zum Buggy. So, jetzt müssen wir nach und nach oder was deaktivieren? Nur die eine noch hier. Es sind immer zwei Antennen, weißt du? Okay. Schnell! Roll dich nicht so ab.
Rebellen sind schwerer zu bekämpfen, weil das Kartell ihre Position nicht mehr kennt. Hoffentlich kommen noch mehr Rebellen zur Party. Jetzt haben wir auch eine neue Fähigkeit, diesen Mörserschlag. War doch irgendwo da. Ich sehe eine kleine Gruppe Tangos. Wo hast du denn deine nächste Mission? Gegner getroffen. Hier unten. Und tot. Oh! Gut gemacht. Räumen wir auf und dann.